Schade. Also bei mir hat es jetzt nicht ausgeredet. Ja, bei mir auch nicht. Kacke. Das ist ja doof. Mhm. Vermutlich hatte sie nicht so viel Zeit. Ja. Vielleicht war das ja Absicht. Das ist schon spät. So, da sind wir wieder. Ich weiß nicht, was ihr da glaubt zu tun, aber es gefällt mir nicht. Hört auf damit. Ich darf euch wohl nicht außerhalb offizieller Teststrecken lassen. Ihr nehmt schlechte menschliche Eigenschaften an. Und glaubt mir, Menschen haben nur eine gute Eigenschaft. Und die wäre? Zu sterben. Achso. Ey! Hau! Das ist cool. Ich glaube, du musst mal hoch. Ich habe so viele mehr Schritte als du. Tja, du bist so hibbelig. Ich glaube, wir müssen da irgendwie hoch. Wissenschaftliche Kollaborationspunkte 732. Haben wir die beide bekommen? Ja, ich würde ganz gerne eben eine kurze Pause machen. Okay. Und wäre dann in kürzester Zeit wieder da. Für den Stream heißt es weiterlaufen, für Fraps heißt das kurze Aufnahmepause bei mir. Jo, bei mir dann dementsprechend auch. Und? So. So, geht weiter. Geht weiter. Wir sind wieder da. Yep. Bei mir jetzt mit kurzen Soundausfällen, weil ich nochmal eben rausgetappt bin, um zu gucken, ob es wirklich aufnimmt. Ich habe nämlich momentan die Fraps Bildanzeige nicht an. Mhm. Oh, du hast noch ein Portal hier gemacht, sehe ich gerade. Ja. Ich habe so ein bisschen Angst, aber ich versuch's trotzdem. Tatsache. Geil, ne? Ja, dann mal hopp. Aber ich hatte, kannst du ja auch direkt machen. Ja, das finde ich viel besser. Ich habe übrigens, übrigens, wenn du da mal dein Augenmerk hinrichtest. Oh, genau. Da gibt's noch einen Eingang. Ja. Ja, den Vierer und der ist noch verschlossen. Das war dieser hier aber auch, bis wir dahin gesprungen sind, ne? Nein, nein. Ja? Ja. Nein. Ich glaube schon. Echt? Das heißt, wir könnten uns überspringen. Ich will aber nicht. Ich auch nicht. Also geht's weiter. Genau. Wir sind im Bereich 3. Das Ding nennt sich, habe ich gerade eben gesehen, Flutlichtoberfläche. Hier steht es. Mit der Aufforderung natürlich, in die Demontagekammer zu gehen. Und das werden wir jetzt tun. Dieses Spiel ist stark. Ja, ist toll. Ja. Ich würde mir wirklich wünschen, dass es mehr Koop-Maps geben wird. Meinetwegen auch als DLC, so nach dem Motto für 3,50 € gibt es das nächste Level oder so. Und so wie das aufgebaut ist, könnte ich mir das auch gut vorstellen, dass es geben wird. Diese Strecke wurde von den Menschen erschaffen und dann aufgegeben. Wie so oft schaffen sie etwas Wundervolles und lassen es dann fallen. Wisst ihr, warum sie diese Strecke aufgaben? So tödlich. Das ist ja wundervoll. Das sieht böse aus hier. Oh, da kann man drauf. Das ist ja gar nicht böse. Hey, da komme ich mit. Warte. Okay. Irgendwie habe ich Angst, muss ich gestehen. Bitte. Das war doch einfach. Schon fast zu einfach. Das sieht alles irgendwie nicht sehr robust hier aus. Nicht wirklich, ne? Juhu, da kann man springen. Wow. Okay. Ich dachte, man sollte nach vorne springen. So, in die Richtung.
Aber irgendwie springt man nach oben. Also mehr nach oben als nach woanders hin. Aber auch nicht zu... Ah, guter Plan. Na doch mal. Nee, super. Ich mach. Los, los, los. Ach. Mir ist schon aufgefallen, dass wenn du durchspringst, deine Portale dann verschwinden. Ja, deswegen habe ich auch gesagt, los, los, los. Spring mal bitte. Ich spring mal. Kommst du da drauf? Oh, ich dachte, du machst mir ein neues Ding. Ach, du willst Knicker. Weiß nicht, dann wissen, was du vorhast. Super, und jetzt? Jetzt machst du mir vielleicht eins noch höher. Wie noch höher? Weiß es nicht. Nö, was soll ich denn hier oben eigentlich? Was machen wir hier eigentlich? Ich würde sagen, du musst da, da quasi irgendwo hin. Wohin? Da. Ah, da ist so ein Ball. Ding. Ah, da ist ein Knopf. Ich habe einen Knopf gefunden. Ich habe einen Knopf gefunden. Geh mal bitte in den... Ja, ich gehe. Danke. Kannst du wieder zurück? Ich kann nicht. Achso, ja, zurück kann ich. Tatsache. Wo kommt denn der? Da kommt er. Ja, aber den können wir nicht hochwerfen. Wenn wir den hochwerfen, dann geht er ja kaputt. Richtig. Aber man kann vielleicht... Nee, geh mal bitte zurück. Zurück, ja. Zurück, zurück. Zurück. Du machst mir so eine Treppe hin und dann oben. Machst mir da eine hin. Da kann man sich den dann nehmen. Dann... Da hier, oder was? Ja, genau. Und jetzt kannst du mir... Nee, noch weiter unten. Wie noch weiter unten? Noch weiter unten geht nicht. Da komme ich aber nicht dran hier. Nee, richtig. Ich glaube, hier ist auch zu hoch. Das. Warte mal, geh mal bitte auf den ab. Also auf den Dingens. No, 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 no. Ups. Das üben wir nochmal. Das war nicht so geplant. So. Aber du könntest mir das. Ich kann mir auch selber einen machen. So. Du hochspringen. Du solltest mir bitte erstmal den Ball geben. Du hast doch schon einen Ball. Ich bin auch gerade hochgesprungen und dadurch das Ding ist mit dem Ball durch. Der ist also tot. Bei mir liegt da unten vor dir ein Ball, vor deinen Füßen. Was macht der denn hier? Der ist automatisch. Geh mal einen Schritt weiter nach vorne. Noch weiter, noch weiter, noch weiter. Noch weiter. Noch weiter. Wo ist vorne? Zu dem, da oben siehst du doch eine Zielscheibe. An der Decke. Okay. Da lande ich doch irgendwann. Landest du da? Ja, oder eine Ball. Oder würde der Ball da landen, wenn du den Hut da drauf schmeißt? Je nachdem. Also beides quasi. Ich habe einen Ball. Sehr gut. Kannst jetzt runter, ne? Cool. Hier geht's rein. Seid ihr schon auf die eine gute Eigenschaft der Menschen gekommen? Ich gebe euch einen Tipp. Es ist die eine Sache, die ihr nicht könnt. Ich fange gar nicht erst an zu spekulieren. Warte auf Partner. Steht bei mir. Ja, bei mir auch.